Hi Leute, ich hoffe, ihr habt die paar schönen Sonntage genossen, die wir letzte Woche hatten. Ich würde sagen, kümmern wir uns aber erstmal um ein Thema, das auf YouTube ja doch sehr, sehr präsent ist. Was mir eigentlich einfach auffällt, dass weibliche YouTuber es deutlich leichter haben als männliche YouTuber. Und warum ist das so? Also ich habe keine Ahnung. Und was kommt besser an als ein Water Ranger? Ein Water Ranger mit einem Pac-Man unter dem T-Shirt. Vor einigen Monaten gab es einen riesengroßen Aufruf, weil es angeblich ein 7th Mystery Ranger in der Samurai Toyline kommen sollte. Das heißt in der Super Samurai Toyline. Und dieser wurde dann irgendwie gecancelt, weil ja Super Samurai zu Ende war und Bandai sich lieber auf Megaforce orientieren wollte. Das Lustige an der ganzen Geschichte ist, dass wir es Bandai UK zu verdanken haben, dass dieser Mystery Ranger ja tatsächlich trotzdem noch erschien, und zwar nur in Großbritannien, aber besser als gar nichts. Und die Verpackung war selber sehr, sehr aufschlussreich. Die sah nämlich so aus. Ihr seht's schon. Die war zu und keiner wusste genau, was sich dahinter verbirgt. Die ersten Fans haben es geöffnet und wer sich hinter diesem Schatten verbirgt, konnte man sich eigentlich, wer die Serie verfolgt hat, auch schon fast denken. Es ist nämlich Lauren, der weibliche Red Ranger. Um das Ganze auch noch zu erläutern, liegt dem Ganzen neben der üblichen Verpackung auch noch ein kleines Sheet mit dabei, wo ihr halt genau die Geschichte von Lauren lesen könnt. Wer sich jetzt nicht zu spoilern möchte, guckt jetzt weg. Ja, was ist an ihr so übelst sensationell? Nicht besonders viel. Was ihr dazu bekommt, ist ihr Spin Sword. Das unterscheidet sich auch überhaupt nicht von denen, die ihr bis jetzt hattet. Das seht ihr hier. Was bekommt ihr mir dazu? Im Prinzip nicht großartig viel, das Spin Sword eigentlich nur. Das bedeutet, der Lieferumfang ist sehr, sehr dünn besiedelt, aber wir können erstmal froh sein, dass wir die Figur überhaupt bekommen haben. Und das Spin Sword ist sehr, sehr schön. Es ist kein mattes Gold, sondern hat wirklich eins, was so ein bisschen glänzt. Es ist ein schönes gummiartiges Plastik, was sie hier verwendet haben. Und das könnt ihr natürlich auch, wie ihr lustig seid, auch hier an die Seite klippen, wie bei jedem anderen Samurai Ranger ebenfalls. Klack. Und dann habt ihr hier sie. Ja, wenn es natürlich mal das machen würde, was es sollte. Zur Farbe kann man nicht meckern, ist das übliche wie bei den anderen zwei weiblichen Rangers, sprich Emily und, ich wollte gerade Emma sagen, scheiß Megaforce. Und mir kann man eigentlich nicht klagen. Das Einzige, was ich mich blöd finde, ist hier an der Seite. Seht ihr, das ist eigentlich das Schwarze sein müssen, aber das fällt nicht großartig auf, weil entweder ist es schwer davor. Hier unten ist auch alles bemalt, ist ein bisschen stockelschuhmäßig, aber na gut. Schön sind hier die Falten, die man in den Rock mit reingelegt hat. Und hinten ist der Gürtel auch bemalt, das ist echt klasse. Artikulation, das Übliche, ihr habt hier die Gelenke zum Runtermachen. Und zur Seite geht es natürlich auch. Dann habt ihr die Unterarme, die ihr nochmal selber bewegen könnt. Was ihr natürlich nicht könnt, ist wieder den Arm vor die Brust, was ich auch schon in mehreren Reviews kritisiert habe, dass es schon seit einigen Jahren in Point of Sight nicht mehr möglich ist. Beine haben ein Gelenk, ist allerdings ein bisschen eingeschränkt durch den Rock. Aber ein bisschen könnt ihr sie anheben. So, der Kopf selber hat ein Kugelgelenk, aber davon habt ihr halt nicht viel, weil, ja, ihr seht schon, wie könnt ihr uns nicht bewegen, aber nach links und rechts geht's. Neben ihrem Bruder macht sie auf jeden Fall eine echt gute Figur. Was auch ganz wichtig ist, man hat nicht einfach Jadens Kopf genommen, man hat ihn auf Lauren draufgesetzt. Sie hat wirklich eine eigene Gussform bekommen. Das ist schon mal bei der UK sehr, sehr hoch anzurechnen. Was die Preislage anbetrifft, bekommt ihr Lauren leider nur in Großbritannien, dementsprechend wahrscheinlich auch in einer geringen Auflage. Ich sehe schon, dass in ein, zwei Jahren die Preise für sie total in die Höhe steigen werden und das Ganze abgenommen mal in die Höhe schießen wird. Aber ich
bin mit der Figur echt gut zufrieden. Es ist einfach ein Idealismus als Teamergänzung, weil die Super Samurai Rangers sind nun mal zu siebt und Lauren ist ein essentieller Teil in der Geschichte. Deswegen, ja. Wer sich diesen enormen Preis vielleicht ein bisschen antun möchte, kann ich Lauren nur empfehlen. Wer wirklich auf Beweglichkeit setzt und ein bisschen Größe und detailgetreues Handeln, dann vielleicht doch lieber die Figure Art, die ist ungefähr in derselben Preislage und da habt ihr deutlich mehr davon. Wer allerdings schon alle Samurai Rangers so gesammelt hat, der wird auf jeden Fall mit Lauren eine ideale Ergänzung finden. Ja, kommen wir zum Gesamtresultat von Lauren bzw. dem Mystery Ranger, Siebter Bla von Power Rangers Super Samurai. Ich finde es gut, dass Lauren prinzipiell überhaupt rausgekommen ist, weil sie war zwar für einen US-Release gedacht, das wurde gecancelt, weil Megaforce angefangen hat. Hier hat man nochmal sich gesagt, als Bandai UK, ja, los, wir machen das jetzt. Und ich finde es von der Hinsicht gut, dass wir wirklich das Ganze in der EU haben, sprich, ihr habt keine großen Importkosten, ihr habt höchstens Portozoll entfällt. Eine Sache stört mich ungemein, Lauren ist wirklich teuer. Lauren kostet ungefähr um die 40 Euro. Ob das jetzt für eine reguläre Power Rangers Figur gerechtfertigt ist, müsst ihr mal wieder entscheiden. Aber man muss halt wirklich sagen, dass ohne Lauren das Team nicht komplett ist, weil sie gehört irgendwo zum Super Samurai Team. Wie hat euch die Review gefallen oder wie gefällt euch die Figur? Schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Ich bin immer wieder gespannt, was ihr so haltet. Insgesamt würde ich euch auch noch empfehlen, da drüben meine anderen Videos anzugucken. Da meine letzte Review von Kamen Rider Wizard, der Driver. Und da drunter mein letzter Vlog, wo ich einfach mal mich gefragt habe, wieso wir im Internet eigentlich so viele Sperrungen haben. Ich würde mich freuen, wenn ihr dort einfach mal cool vorbeischaut. Außerdem habe ich unten noch ein paar andere Links. Schaut mal auf meinen Zweitkanal. Der ist so voll krass auf eigenem Toku und eigenem Roman und Lesen. Ich weiß, Lesen ist halt bei YouTube so eine Sache, aber hey, guckt rein, ich gebe mir übelst viel Mühe, freue mich, wenn da Leute dabei sind. Wer sich auch übelst viel Mühe gibt, ist Gone Black von Toku Madness. Schaut einfach mal rein, den Link packe ich euch unten mit in die Videobeschreibung. Das Ganze ist ein Podcast, der wirklich rundum nur Toku-Fan-Stuff, sei es Punchers, Kamen Rider, Super Sentai, alles Mögliche. Ich bin übrigens auch beim aktuellen Podcast vertreten. Schaut mal unten rein, ich freue mich übelst. Und im Prinzip bin ich dann schon fertig. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und wenn nicht, einfach einen runter. Weil ist ja scheiße und so. Und man gibt sich sowieso nicht viel Mühe und Klassik-Spiele kann sowieso jeder irgendwie zeigen. Oh mein Gott, ich bin so schlank. Übrigens, eine Sache noch, bevor ich es vergesse. Ich werde auf der Leipziger Buchmesse da sein und ich werde wahrscheinlich auch ein, zwei Videos drehen, deswegen guckt einfach, vielleicht seht ihr mich, vielleicht sehe ich euch. Auch wenn ich nicht weiß, wie ihr aussieht, aber hey, mein Gott, das ist halt voll episch und so. Und ja, jetzt aber, wir sehen uns und ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Schreibt es mir irgendwas rein. Wir sehen uns. Ciao, ciao.